peinliche Momente im Leben sind schon schwer genug. Da muss nicht noch die Schule dazukommen. Entschuldigung, Frau Lehrerin? Hallo, ich muss mal und zwar dringend. Oh nee, es ist passiert. Oh, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Warum ist mir das passiert? Ach du meine Güte, das habe ich mir ja nur eingebildet. Puh. Sollte ich auf Erlaubnis warten? Na, auf keinen Fall. Habe ich die volle Menge an Tic-Tacs? Boah, hört sich so an. Jetzt eine kurze Erzählung. Ausgezeichnet, genau wie ich es erwartet habe. Mit diesem Tic-Tac-Plan werden mir die Tic-Tacs niemals ausgehen. Perfekt, jetzt bin ich bereit, meinen ersten Tic-Tac zu nehmen. Ich muss allerdings darauf achten, dass ich meinem Plan folge. Ein Tic-Tac ist alles, was ich brauche. Es ist ein perfektes Stück. Und jetzt ab in meinen Mund. Ja, der Geschmack ist perfekt. Hi, Eva. Wie geht's? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Hallo, Madison. Natürlich habe ich das. Oh, Tic-Tacs. Ah, Eva, die finde ich so lecker. Teilst du mit mir? Bitte, bitte. Ich weiß nicht. Ich habe da eine Liste. Siehst du? Aber du kannst eins haben. Ah, natürlich. Eins wäre toll. Ich bin bereit für ein Tic-Tac. Genau hier in meiner Hand, bitte. Okay, halte deine Hand ruhig, während ich deinen Tic-Tac rauslasse. Hier kommt jetzt ein Tic-Tac für dich. Nein, der Deckel hat sich gelöst. Oh, das darf nicht wahr sein. Das ist eine Tragödie. Schwerkraft, warum betrügst du mich auf diese Weise? Oh, schau dir all die Tic-Tacs an. Oh, das ist ja fantastisch. In meinen Mund mit euch. Meine Tic-Tacs. Oh, die sind schon lecker und gut. Die sind alle weg. Umsonst meine harte Arbeit und meine leckeren Tic-Tacs. Alles weg. Das ist nicht fair. Ich hoffe, sie schmecken dir. Ich werde eine Mathe-Gleichung an die Tafel schreiben. Okay, ich glaube, ich verstehe das heutige Thema. Das ist die Gleichung. Gibt's Freiwillige? Madison, komm nach vorne. Ich? Okay, ich denke, ich schaffe das. Warte, hänge ich an meinem Stuhl fest? Boah, ich klemme an meinem Stuhl fest. Wie ist das denn passiert? Komm schon, du blöder Rock. Darf ich die Gleichung vielleicht von meinem Platz lösen? Auf keinen Fall. Komm sofort nach vorne. Na gut. Na, wenn sie will, dass ich an die Tafel komme, dann muss ich wohl nach vorne. Mann, jeder starrt mich an. Ich muss sowas von dämlich aussehen. Madison, was machst du mit dem Stuhl? Ich mag den einfach sehr, denke ich. Nee, hör auf damit. Steh auf. Aber ich kann das einfach so lösen. Ich verspreche es Ihnen. Auf keinen Fall. Steh auf, wenn ich es dir sage. Okay, ich stehe auf. Ah, mein Rock ist abgerissen. Meine Einhornkätzchen, jeder kann sie sehen. Man kann ihre Unterwäsche sehen. Boah, die hat ihren Rock verloren. Madison, was machst du in Unterwäsche in meinem Klassenzimmer? Na, wissen Sie was? Das ist mir egal. Meine Unterwäsche ist süß. Und ich weiß, wie ich diese Gleichung an der Tafel lösen kann. So, ich gehe jetzt an meinen Platz. Ah, das ist auch die richtige Lösung. Beeindruckend. Also, wie ihr sehen könnt, ist die Lösung einfach. Ja, ich peile total, was ihr heute erklärt. Oh, ich bin spät dran. Ich setze mich mal schnell hier hin. Wo kommt denn dieser Typ her? Boah, Mann, ich kann die Tafel nicht mehr sehen. Vor mir sitzt ein Riese. Der sollte in eine Riesenschule gehen. Na, wenn ich mich so rüberlehne, dann kann ich die Tafel sehen. Oh ja, das funktioniert. Ich schreibe einfach weiter mit. Wow, es ist zu heiß hier drin, um eine Kapuze zu tragen. Zeit, die abzunehmen. Oh, das ist besser. Lass die kühle Luft durch meine Haare wehen. Und ich und meine Haare, ja, wir sehen gut aus. Mann, was ist denn da gerade passiert? Wo kommen denn diese Haare her? Boah, das sind so viele Haare. Ich kann nichts mehr sehen. Das ist ja lächerlich. Ich brauche mein Fernglas oder sowas. Was, wenn ich mich hier rüberlehne? Oder vielleicht hier drüben?
Ein Glück, dieser Winkel funktioniert. Zurück zum Abschreiben der Gleichung. Okay, ja, das ergibt Sinn für mich. Was hat die Lehrerin gesagt? Ich kann nichts durch mein Haar hören. Ich sollte wohl lieber meine Lauscher aufstellen, damit ich besser hören kann. Ah, viel besser. Jetzt kann ich alles hören. Du meine Güte. Sag mal, willst du mich veräppeln? Jetzt hat er auch noch riesige Ohren? Oh, die sehen ja noch nicht mal echt aus. Oh, aber die sind so groß, dass sie mir komplett die Sicht versperren. Ich sehe nur einen Haarbusch und Riesenohren, aber nicht die Tafel. Oh, das ist auch lächerlich. Okay, das war's. Zeit, es dem Lehrer zu zeigen. Tada! Das sind meine Notizen der heutigen Stunde. Was ist das, Ava? Das ist nicht die Gleichung. Ich konnte die Gleichung nicht sehen. Oh nein, der hat seine Haare und Ohren eingepackt. Heute ist einfach nicht mein Tag. Boah, die Schüler versuchen wirklich alles, um sich vor der Arbeit zu drücken. Na, die Mittagspause ist vorbei. Ich muss doch schnell meinen Müll entsorgen. Oh, schau mal, hier ist noch eine Pommes. Hm, lecker. Und der Rest in den Mülleimer. Tschüss. Moment mal, wo ist denn mein Handy? Boah, nee, ich habe das aus Versehen in den Müll geworfen. Handy, ich sehe dich. Igitt, oh, das ist ja ekelhaft. Okay, ich muss mich strecken. Oh, nee. Noch mehr Müll auf meinem Handy. Boah, es ist noch schlimmer. Aber ich muss das tun. Handy, wo bist du? Oh, hier ist so viel Müll. Okay, verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Vielleicht hilft mir ja diese Bank. Okay, und was ist mit dem Winkel? Kommt schon, Beine. Geht in den Mülleimer. Okay, ich hab's geschafft. Ich bin in der Mülltonne. Mein Handy ist hier irgendwo drin. Ich muss es nur noch finden. Ja, das ist es nicht. Was ist denn hier? Warte. Nein. Nein! Oh, noch mehr Müll von oben. Okay, der Müll ist entsorgt. Hey, Mann, hier ist jemand in der Mülltonne. Okay, tief einatmen. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab mein Handy gefunden. Warum bekomme ich's denn nicht hoch? Ah, hier ist ein Mensch drin. Hey, cool, ein neues Handy. Zeit, in meine nächste Stunde zu gehen. Scheint doch niemand da zu sein. Ich bin die Erste. Wow, Steppenläufer. Ich glaube, ich habe diesen Ort noch nie so leer gesehen. Da kann ich mir meinen Platz wohl aussuchen. Ja, das wird mein Platz heute sein. Niemand hier. Dann kann ich mir eine Gaumenfreude gönnen. Zeit für ein leckeres Stück Kaugummi. Oh, das ist meine Lieblingssorte. Nur noch den Deckel aufmachen. Warte, ich muss schon aufpassen, dass niemand kommt. Ich will nämlich nicht heilen. Okay, sieht aus, als sei die Luft rein. Boah, die riechen so gut. Ah, oh, so frisch und minzig. Hä? Wo seid ihr denn alle hergekommen? Mann, ich schätze, jetzt muss ich doch teilen. Oh, Gott sei Dank, die sind endlich weg. Mentos, geht's euch gut da drin? Oh, da ist noch einer für mich. Puh, gut, dass ich nur einen brauche. Hallo, Ava. Du hast doch nicht etwa Kaugummi für deine Lieblingslehrerin vergessen, oder? Nee. Hier ist er. Vielen Dank. Ah, köstlich. Kein einziger für mich übrig. Das ist nicht fair. Das habe ich davon, wenn ich nett bin. Oh, dieser Mentos-Kaugummi ist so gut. Was war dein peinlichster Moment? Schreib es unten in die Kommentare. Teile dieses Video mit deinen Freunden, damit auch sie die YouTube-Seite von 1-2-3-Go-School abonnieren und auch diese tollen Videos sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.